Xaver, warum ist dir das alles so wahnsinnig wichtig? Weil wir morgen in Genf ein Vorstellungsgespräch haben. Was? Schieß endlich, dann hast du es hinter dir. Du willst jetzt fliegen lernen. Also, spring! Nach den schmerzhaften Chemotherapien kann die attraktive Viktoria Tarasch endlich wieder lachen. Das Leben hat sie wieder. Emma, hast du etwas damit zu tun? Herr Wielander! Herr Wielander, hören Sie mich! Anna? Ich bin hier oben! Ist in Ordnung? Ist alles okay? Was ist mit Paul? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist tot. Vielleicht ist er nur verletzt. Du musst einen Rettungswagen rufen. So einen Sturz überlebt niemand. Wir können ihm nicht mehr helfen. Das ist alles meine Schuld. Ach, Unsinn. Wie kommst du denn darauf? Zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste spazieren gehen. Wahrscheinlich hat er dich gesehen und ist dir nachgelaufen. Plötzlich stand er vor mir. Ich hatte solche Angst. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Ich bin weggelaufen. Er hinter mir her. Und dann habe ich diesen Schrei gehört. Das Auto ist... Ist er abgerutscht und hier runtergestürzt? Ich hab bloß nicht weggelaufen. Was machen wir jetzt? Bitte beruhige dich. Was sagst du so einfach? Die Polizei, die sucht doch Paul längst. Wenn die uns hier sehen, dann denken die, dass ich ihn getötet habe. Komm, uns wird schon was einfallen. Kennst du diesen Artikel hier? Vom Todeszimmer auf den Laufsteg. Oh, das ist ja Wahnsinn. Man sollte den Journalisten verklagen. Emma, begreif doch, eine bessere Werbung könnten wir für Prinzess Dirndl gar nicht bekommen. Auf Viktorias Kosten. Wieso? Sie wird doch nicht verleumdet. Sie will ihre Krankheit vergessen und nicht damit in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Ich frage mich, woher der Journalist die ganzen Informationen überhaupt hat. Sowas nennt man Recherche, Emma. Rosalie, hast du etwas damit zu tun? Was hast du dir dabei gedacht? Ach komm, jetzt spiel du nicht das Unschuldslamm hier. Breitmann kam vor seiner Abreise zu mir, nachdem er mit dir gesprochen hat. Und da wusste er bereits, dass sie krank war. Moment. Also geht das Ganze hier auf dein Konto. Das ist nicht wahr. Ich habe Viktoria gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, was ist denn schon passiert? Der Artikel schadet ihr doch nicht. Aber uns nutzt er. Ob das jetzt Werbung für unsere Dirndl ist oder nicht, das ist doch völlig irrelevant. Ja, aber es geht doch nicht nur um die Werbung. Für die Informationen erlässt uns Breitmann die Rechnung über 1500 Euro. Moment. Er erlässt dir die Rechnung. Ich hatte mit deinen Fotos überhaupt nichts zu tun. Und er hat mir zugesichert, die Fotostrecke für die Style freizugeben. Aber dafür hast du Viktorias Krankheitsgeschichte verkauft. Ach komm, wenn du dein Plappermaul gehalten hättest, wäre er doch nie dahinter gekommen. Das kannst du Viktoria so nicht sagen. Sie bekommt sowieso nichts mit. Wir halten einfach den Mund und alles ist gut. Hm? Das habe ich nicht gewollt. Mach dir keine Vorwürfe, Liebes. Er ist abgerutscht, es war ein Unfall. Wenn ich doch nicht weggelaufen wäre. Hier blieb doch nichts anderes übrig. Ich hatte Angst vor Paul. Aber so ein Ende, das hat doch keiner verdient. Ach, er ist ein Psychopath. Wer weiß, was ihm einfällt. Könnte doch sogar sein, dass er... Was? Ja, vielleicht ist er ja auch gesprungen. Du meinst absichtlich? Er sah keinen Ausweg mehr. Die Polizei suchte ihn. Dich hat er verloren. Selbstmord. Das wäre ihm durchaus zuzutrauen. Aber egal, was zwischen uns war, wir können doch nicht einfach deinen Wald liegen lassen. Silvia, er ist auf Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei findet ihn sicher. Schließlich sind sie ja schon im Fürstenhof. Wenn sie ihn verhaftet hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Mein Gott, ich nehme an, er hat sie gesehen und ist abgehauen. Und wenn die Polizei uns verhört und rauskriegt, dass wir hier im Wald waren? Wer waren bald wir? Also ich kann mich nicht erinnern. Wichtig ist jetzt einzig und allein, dass du nicht in die Mühlen der Polizeiermittlungsarbeit gerätst. Dafür bist du einfach nervlich nicht in der Lage. Ich bin wirklich fix und fertig. Was mache ich denn jetzt? Was machst denn du hier? Ich bin aufgestanden. Und warum bist du aufgestanden? Weil es mir schon viel besser geht.
Ich glaube, deine Tropfen haben mir geholfen. Mama, du musst hier niemandem was beweisen. Marie, mir fällt die Decke auf den Kopf, wenn ich den ganzen Tag nur so im Bett liege. Was hast du denn Schönes gekocht? Du hast mir immer beigebracht, Krankheiten muss man auskurieren. Das ist Hühnersuppe. Oh, Hühnersuppe. Die habe ich aber gemacht, dass du klein warst, weißt du noch? Und du wolltest nie Petersilie. Kein Unkraut, hast du gesagt. Ist da Unkraut drin? Ich finde das so lieb von dir, dass du extra deinen Dienst verschoben hast, meinetwegen. Komm, setz dich doch. Nee, du, das geht leider nicht. Ich möchte den Simon nicht so lange alleine lassen, weil wir haben heute jede Menge Reservierungen. Du kannst dem André sagen, dass ich morgen wiederkomme. Unter einer Bedingung. Und? Oh, selbstverständlich, Frau Doktor. Sag mal, ist der Xaver schon wieder weg? Habt ihr euch gestritten? Diese Reise nach Genf. Was ist denn damit? Der hat einfach für uns beide ein Vorstellungsgespräch ausgemacht. In diesem Hotel von der Madame d'Autremont. Wie? Ihr wollt jetzt doch da arbeiten? Er will, ich nicht. Verstehe. Der hat das einfach ausgemacht, über meinen Kopf hinweg. Ohne mich zu fragen. Als wenn es das Einfachste von der Welt wäre, hier wegzugehen. Weißt du, wenn man sich liebt, dann kann man eigentlich überall miteinander glücklich werden. Ihr liebt euch doch. Bitte sehr. Und aus der Minibar hatten Sie ja nichts, gell? Nein. Dann ist das Ihre Rechnung. Vielen Dank für Ihren Besuch und eine angenehme Weiterreise wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Ach, das ist ja nett, dass Sie auch endlich zum Dienst erscheinen. Ja, das ging nicht früher, Entschuldigung. Und warum nicht? Sie haben genau gewusst, dass die Reisegruppe heute Mittag auscheckt, oder? Ja, Marie und ich haben gestritten. Ach, das ist ja mal ganz was Neues. Worum ging's denn diesmal? Ich meine, wenn ich schon die ganze Arbeit mache, dann möchte ich wenigstens wissen, warum. Um unsere gemeinsame Zukunft. Ach, und worum ging's da genau, hä? Ja, kennen Sie das denn nicht? Man tut wirklich alles dafür, um eine Perspektive zu schaffen, und dann geht der Schuss total nach hinten los. Also irgendwie wundert mich das nicht. Bei den Perspektiven, die Sie Ihren bisherigen Freundinnen geschaffen haben. Prinz von Krondorf. Ja. Jedenfalls stelle ich mir unter einer Beziehung vor, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung schaut. Ja, da muss ich Ihnen ausnahmsweise sogar recht geben. Also, Hildegard und ich, wir haben das zumindest immer so praktiziert. Ich bin so enttäuscht von Golo Breitmann. Wie kann er mir diesen Artikel nur antun? Das war vertraglich vereinbart, oder? Ich habe den Vertrag unterschrieben, ohne ihn genau durchzulesen. Kaum arbeitest du nicht mehr, wirfst du deine gesamten geschäftlichen Prinzipien über Bord? Genau deswegen ärgere ich mich doch gerade so. Ich war so vertrauensselig, so dumm. Hak es ab unter Erfahrung. Dass die Fotos gedruckt werden, das war klar. Aber hat die Zeitung überhaupt das Recht, diesen furchtbaren Artikel über mich zu veröffentlichen? Ja, hat sie. Hier. Paragraph 5. Okay. Selbstschuld. Aber eins sage ich dir, das passiert mir kein zweites Mal. Sei froh, dass es dir wieder besser geht nach der Erkältung. Hm? Hey. Soll das einfach auf sich beruhen lassen? Felix, das kann ich nicht. Ich muss wissen, woher die Zeitung die ganzen Informationen über mich hat. Das ist ein tolles Foto von dir. Offenbar hat die Zeitung die Informationen von jemandem, der dich gut kennt. Genau, das befürchte ich auch. Weißt du noch damals, als ihr mich angelogen habt wegen der Chemotherapie? Simon, Frau Konopka, du? Ja. Mein Vertrauen in euch kam nur mühsam zurück. Ich hab Angst, es wieder zu verlieren. Vielleicht hat dieser Fotograf einfach nur
eine blühende Fantasie. Ach komm, Felix, das glaubst du doch selbst nicht. Es muss irgendjemand aus meinem unmittelbaren Umfeld gewesen sein. Emma habe ich schon gefragt, aber sie hat es abgestritten. Für Emma lege ich meine Hand ins Feuer. Mit Rosalie habe ich mich zwar in letzter Zeit angefreundet, aber... Hör zu, Rosalie ist nicht an allem schuld, was hier schiefläuft. Ich versuche nur, alle möglichen Personen durchzugehen. Dann müsstest du mich auch beschuldigen. Ich habe dann einen ganz anderen Verdacht. Rosalie ist unmöglich. Sie sieht immer nur den geschäftlichen Vorteil. Dass Victoria es vielleicht stört, wenn ihr Leiden öffentlich ausgeschlachtet wird, das ist Rosalie vollkommen egal. Hallo? Herr Wielander! Hören Sie mich? Was ist denn passiert? Herr Wielander, können Sie sich bewegen? Wahrscheinlich haben Sie sich was gebrochen. Ganz ruhig, es wird alles wieder gut. Was? Ich verstehe Sie nicht. Sagen Sie es nochmal. Keine Angst, ich hole Hilfe. Mist, mein Handy. Ich bin gleich wieder da. Keine Angst! Du bleibst jetzt ein paar Tage bei Cordula, bis sich die Wogen hier geglättet haben. Sylt um diese Jahreszeit ist nicht gerade das, was ich mir träumt habe. Hauptsache, du erholst dich. Auf den Kanaren könnte ich das auch. Ich halte es für besser, wenn du Gesellschaft hast. Außerdem hat deine Reise dann einen Grund und sieht nicht nach Flucht aus. Ja, da hast du recht. Gegen einen Freundschaftsbesuch kann keiner was haben. Wenn du zurückkommst, ist alles vorbei. Und dieser furchtbare Tag nur noch eine traurige Erinnerung. Danke. Wofür? Für deine Unterstützung. Du bist doch meine Frau. Was ist das? Ich glaube, er ist tot. Das ist Wielanders Blut. Der Mantel muss weg. Ja, ich werde ihn verbrennen. Nein, warte mal. Wenn die Polizei hier alles durchsucht und Überreste findet oder dich irgendjemand beobachtet, ich könnte ihn doch entsorgen. Auf dem Weg nach Sylt, da bringt ihn keiner mit dir in Verbindung. Ja, ich glaube, das ist die bessere Lösung. Das kann jetzt wohl nicht dein Ernst sein. Simon, entschuldige, ich muss einfach wissen. Wenn du mir sowas zutraust, dann kennst du mich nicht. Ich hab gedacht, du bist dafür verantwortlich. Ich? Ja, wieso nicht? Hast du in letzter Zeit so gute Beziehungen zur Presse? Simon, du weißt ganz genau, dass ich meine Krankheit nie publik machen wollte. Warum soll ich so einen Artikel über mich veröffentlichen? Ja, was weiß ich? Vielleicht ist das deine Art und Weise, mit der Geschichte abzuschließen und nach vorne zu schauen. Du wolltest ja wie eine Gesunde behandelt werden und dein Freund Golo... Er ist nicht mein Freund. Ja, die Ansicht kommt spät, aber sie kommt. Simon, sag mal... Entschuldigung, aber die Gäste an Tisch 2, die würden gerne mal mit ihm sprechen. Worüber? Die haben den Artikel über sie in der Zeitung gelesen und die sind total beeindruckt von ihrem Lebenswillen. Tut mir leid, aber ich gebe keine Auskünfte. Aber vielleicht stellt sich Herr Konopka zur Verfügung. Schließlich ist er derjenige, der das Knochenmark gespendet hat und auch im Artikel erwähnt wird. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Felix! Emma!
drüben im Wald. Am Teufelsbruch. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Paul Wielander liegt schwer verletzt. Am Teufelsbruch. Okay, hast du einen Notarzt gerufen? Ich habe kein Handy dabei. Ruf bitte an. Ganz ruhig. Lou. Na? Würden Sie die bitte in den Postausgang tun? Mach ich. Da sind keine Briefmarken drauf. Ja, ich hatte leider keine mehr. Können Sie welche draufkleben? Na klar. Rosalie? Victoria, hallo. Wie geht's dir denn? Hast du heute schon Zeitung gelesen? Nein, wieso? Wollen wir einen Tee zusammen trinken, hm? Hast du mit Golo Breitmann über meine Krankheit gesprochen? Ich? Wieso fragst du denn mich sowas? Hast du oder hast du nicht? Warum sollte ich denn? Naja, es wäre gute Werbung für Prinzess Dirne, hm? Ach, du weißt, so viele Journalisten sind, hm? Die saugen sich alles mögliche aus den Fingern, setzen einen unter Druck. Und dann verrät man mal eben Freunde. Ach, komm, Victoria. Jetzt drehen wir doch nicht alles im Mund herum. Das reicht schon, dass Breitmann das getan hat. Ach, hast du doch mit ihm gesprochen? Nein. Ja, also, aber nicht so, wie du denkst. Wie dann? Er hat so lange nachgebohrt. Es überrascht mich überhaupt nicht. Aber dass ich über dein Schicksal gesprochen habe, das war doch nicht böse gemeint. Klar. Ich bewundere dich doch dafür, dass du so tapfer bist. Und da dachtest du dir, wenn jemand diese Krankheit übersteht, dann erträgt er auch so einen Artikel oder was? Ja, Breitmann hat mich darauf angesprochen, aber er wusste es bereits. Und zwar von... Selbst wenn! Du hättest es nicht bestätigen dürfen. Ach komm, Victoria. Jetzt, wo wir uns endlich wieder besser verstehen, da wäre es doch schade, wenn wir uns wegen so einer Kleinigkeit streiten. Kleinigkeit? Ja, jetzt nimm das nicht so tragisch, hm? Denk dran, wie viel Spaß wir zusammen hatten. Du fühlst mir jetzt schon. Du mir auch. Grüß Cordula von mir. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich dich ausgerechnet jetzt im Stich lasse. Nein, es ist besser, wenn ich allein mit der Polizei rede und du aus der Schusslinie bist. Ja, aber ich... In deiner Verfassung hältst du nicht lange eine Befragung stand. Und du? Hältst du stand? Ich bin den Umgang mit der Polizei mittlerweile ja gewohnt. Es dauert sicher länger, bis ich auf Sylt bin. Ich rufe dich dann morgen an. Ja. Ist was? Glaubst du, es dauert noch länger, bis Ben zurückkommt? Ich weiß nicht. Ich kenne den Umfang seiner Besorgung nicht, die er im Dorf machen muss. Schade, ich hätte so gerne ihm noch auf Wiedersehen gesagt. Ah. Ben, gut, dass du da bist. Ich wäre ungern gefahren, ohne dir Tschüss zu sagen. Wie Tschüss sagen? Ich brauche einfach Abstand, weißt du, die Angst vor Paul. Ich finde hier keine Ruhe. Ja, dem Geisteskranken aus dem Weg zu gehen, ist eine gute Entscheidung. Wohin fährst du? Nach Sylt, zu Cordula. Gut. Je weiter weg, desto besser. Pass auf dich auf. Wir beide werden währenddessen ein Auge auf Wielander haben. Hier haben die Wände Ohren. Wir besprechen das in Ruhe in der Wohnung. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich noch mal irgendwas mit dir bespreche. Aber die Gründe, warum ich mit Breitmann... Die Gründe sind mir egal. Ich muss meinen Freunden vertrauen können. Ja, du kannst mir doch vertrauen. Ja, was man an dem Bericht ja sieht. Was kommt in der nächsten Ausgabe? Ein Artikel über unsere gemeinsame Unternehmung, die Shoppingtour nach München. Wäre doch was, jetzt mach doch mal einen Punkt. Ich habe keine Lust, hier den Kopf für andere hinzuhalten. Dass Breitmann schon vorher etwas wusste, das glaube ich dir leider nicht. Ist aber so. Und weißt du, wer es ihm gesteckt hat? Emma. Du bist sowas von dreist. Immer die Schuld den anderen in die Schuhe schieben, nicht wahr? Es war Emma. Rosalie, du hast gerade eben zugegeben, dass du mit Breitmann geredet hast. Lass Emma aus dem Spiel. Sie würde mir nicht in den Rücken fallen. Ich verstehe gar nicht, warum du hier so rumjammerst. Ich meine, der Artikel hat doch auch was Positives. Ach ja, was denn? Deine Geschichte kann Menschen, die dasselbe Schicksal haben, Mut machen. Am Ende erzählst du mir, dass du nur deshalb mit Breitmann über mich geredet hast, hm? Vergiss es, Rosalie. Die Nummer als Gutmensch nimmt dir hier niemand mehr ab. Ich hab's langsam satt, hier der Sündenbock für alle zu sein. Und ich hab es satt, mich von dir veralbern zu lassen.
Vielen Dank. Die Kopfverletzung war zu schwer. Er kann nicht tot sein. Er ist nicht tot. Bitte. Wenn ich mein Handy dabei gehabt hätte, dann wäre der Arzt früher hier gewesen. Dann Emma, könnte er mach noch dir leben. Keine Vorwürfe. Du hast nichts falsch gemacht. Ich hätte nur mein Handy einpacken müssen. Hör zu, auch er hatte keine Chance, auch wenn du eine halbe Stunde früher... Nein, nein. Emma. Verstehst du das denn nicht? Wenn ich früher da gewesen wäre und früher Hilfe geholt hätte, dann würde dieser Mensch noch leben. Unterhalb vom Teufelsbruch. Dann war es ein Unfall? Wir können auch einen Suizid nicht ausschließen. Bei ungeklärten Todesfällen wird in sämtliche Richtungen ermittelt. Allzu sehr scheint Zivillanders Tod ja nicht zu beeindrucken. Soll ich ihn etwa bedauern? Der Kerl war gemeingefährlich. Er hat meine Frau immer wieder eingeschüchtert. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Sie ist leider verreist. Ach. Seit wann? Seit heute Vormittag. Sie besucht eine Freundin auf Sylt. Ein bisschen überstürzt, diese Abreise. Finden Sie nicht auch? Meinetwegen nennen Sie es überstürzt. Meine Frau hat Angst vor ihrem Ex-Ehemann. Sie wollte ihm aus dem Weg gehen. Dazu würde ich Sie sehr gerne selbst befragen. Wann kommt sie denn zurück? Keine Ahnung. In ein paar Tagen. Könnte ich denn diese Nummer der Freundin auf Sylt bekommen? Zweifeln Sie etwa an meinen Worten? Herr Meiser, seit Wielander geflohen ist, hat meine Frau keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt vor lauter Angst. Hat er sie bedroht? Nein, nicht direkt, aber er hat sich hier im Hotel eingemietet und nur darauf gelauert, ihr zu begegnen. Als ich das mitbekommen habe, da habe ich sie gleich angerufen. Das war natürlich richtig. Ja, hätten Sie und Ihre Kollegen sich nicht so dumm benommen, dann hätten Sie Wielander geschnappt und das Ganze wäre nicht passiert. Herr Saalfeld, Vorsicht. Beamtenbeleidigung ist kein Kavaliersdelikt. Entschuldigung. Aber die ganze Sache, die zerrt doch ganz schön an meinen Nerven. Das verstehe ich ja. Kann ich denn jetzt diese Nummer der Freundin auf Sylt bekommen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich hab dir doch erzählt, dass meine Mutter Selbstmord begangen hat. Damals habe ich sie gefunden. Zu spät. Sie war schon nicht mehr am Leben. Ich war an dem Nachmittag schwimmen gegangen. Unbeschwert, fröhlich. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was sie vorhat. Konntest du auch gar nicht ahnen. Aber ich hätte merken müssen, dass es ihr schlecht geht. Aber wie denn, wenn es gar keine Anzeichen dafür gab? Vielleicht gab es welche und ich habe sie nur nicht gesehen. Emma, du bist der feinfühligste Mensch, den ich kenne. Ich war am Planschen, als sie sich umgebracht. Du warst 12. Emma, du warst 12 Jahre alt. Wenn jemand so einen Vorsatz hat, dann lässt er sich durch nichts und niemanden aufhalten. Wenn ich nur eine halbe Stunde früher gekommen wäre. Hätte sie es an einem anderen Tag gemacht, glaub mir. Aber ich hätte mich mehr um sie kümmern müssen. Dann hätte sie nie diesen Vorsatz getroffen. Du kannst durchgehen.
sagst du bitte Ben Bescheid? Ja. Schick ihn dir rein. Gute Nacht. Nacht. Ja, für kommendes Wochenende. Ich schau mal kurz nach. So. Ah, ich sehe gerade, Sie sind dann zum 10. Mal zu Gast bei uns. Das heißt, Sie bekommen ein Upgrade, eine der Suiten zum gleichen Preis. Ja, wir freuen uns auf Sie. Tschüss, Frau Ortmann. Mein Vater hat gesagt, du hast heute freiwillig noch eine Schicht drangehängt, weil du heute Mittag zu spät warst. Da habe ich gedacht, eine kleine Stärkung wäre vielleicht nicht schlecht. Kein Hunger. Magst du vielleicht? Na klar, immer doch. Nee. Hier, Peter, komm. Ja? Oh, hm. Und wie schmeckt die neue Kreation des Chefkochs? Meiner Meinung nach fehlt dann ein bisschen Raffinesse. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Genf besser kocht. Heißt das? Also, jetzt, wo meine Mutter wieder gesund ist, da spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass wir uns die Stadt ein bisschen anschauen. Und ganz nebenbei vielleicht zum Vorstellungsgespräch gehen. Ist von Wieland das Tod gehört? Schreckliche Geschichte. Ich hoffe nur, unsere Gäste haben von dem Unfall nichts mitbekommen. Unfall? Unfall, wer sonst, ja. Also, wenn du mich fragst, hat er sich umgebracht. Ach. Der war psychisch krank. Der sah keinen anderen Ausweg. Ausgerechnet Emma muss ihn finden. Ja, Kommissar Meiser hat es erwähnt. Das muss schlimm für sie gewesen sein. Er hat noch irgendwas zu ihr gesagt. Ah ja? Was denn? Emma hat's nicht verstanden. Und dann ist er gestorben. Sag mal, wie kommst du überhaupt dazu, diesen Kerl in die Fürstensuite einzuquartieren? Wir dachten, so hätten wir wenigstens Kontrolle über ihn. Du hast ihm doch vorher zigmal Hausverbot erteilt. Das passt doch nicht zusammen. Mein Gott, Felix, hast du in deinem Leben noch nie eine Meinung geändert? Also, du kannst ja unvernünftig sein, was deine Frauen angeht. Aber sonst bist du es nicht. Man könnte fast meinen, der Mann hat was gegen dich in der Hand. Silvia wollte es so. Sie hatte Angst, dass er sich was antut. Was ich auch bestätigt habe. Und deshalb wollte sie, dass er hier wohnt. Sie dachte, sie würde ihn zur Vernunft bringen können. Und wie, wenn ich fragen darf? Felix, du kennst die Frau. Sie geben nie die Hoffnung auf, uns Männer ändern zu können. Ach, ja, spät. Bin müde. Ich verziehe mich. Gute Nacht. Nacht. Vielleicht hat Felix recht. Mag sein, dass Mama sterben wollte und niemand daran schuld ist. Trotzdem werde ich nie den Moment vergessen, wie sie da lag. Und ich begriffen habe, dass sie mich nie mehr in den Arm nehmen wird. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Jetzt bist du ja da. Wie geht's dir? Geht schon. Wirklich? Willst du darüber reden? Jetzt nicht. Kann ich irgendwas für dich tun? Brauchst du etwas? Nimm mich einfach nur ganz fest in den Arm, ja?
Victoria hat sich bestimmt bei dir ausgewandt wegen des Artikels. Aber es ist total ungerecht, wenn sie mir die Schuld in die Schuhe schiebt. Hm. Ich meine, ich habe Breitmann doch nur bestätigt, was er eh schon wusste. Hätte ich ihn etwa anlügen sollen? Hallo. Sie haben die Nummer von Emma Strobel gewählt. Leider kann ich Ihren Anruf zurzeit nicht entgegennehmen. Wenn ich nur wüsste, wie ich Victoria davon überzeugen kann, dass ihr der Artikel nicht schadet. Du kennst sie doch, hm? Was meinst du? Womit lässt sie sich am besten versöhnen? Wieso versöhnen? Habt ihr Streit? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Na toll. Der Tag beginnt ja super. Mein Freund hat eine andere im Kopf, hm? Ich mache mir Sorgen um Emma. Emma. Und nicht um mich. Dabei hat Emma mir das Ganze eingebrockt. Sag mal, kannst du mir mal verraten, worum es geht? Wer hat wem was eingebrockt? Was hat Victoria nicht mit dir über diesen Artikel gesprochen? Emma hat dem Fotografen von Victorias Krankheit erzählt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach so, meinst du etwa, dass ich lüge? Nein, aber... Aber Victoria gibt mir die alleinige Schuld. Ich meine, hätte Emma ihren Mund gehalten, dann wäre es nie zu diesem Artikel gekommen. Hör zu, deine Schwester hat gerade richtige Probleme. Ich glaube, du solltest ein bisschen mehr Verständnis für sie haben. Ich habe Herrn Sonnmichler in der Küche getroffen. Er wollte seiner Frau das Frühstück ans Bett bringen. Das ist ja süß. Hat aber nichts genutzt. Sie geht schon wieder zur Arbeit. Aber das sollte er doch wissen. Das tut sie immer. Gestern war sie krank. Was? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Du hattest gestern ja auch andere Sorgen. Wie geht's dir denn? Hm. Konntest du wenigstens ein bisschen schlafen? Was geht? Ich musste die ganze Zeit an meine Mutter denken. Und an Herrn Wielander. Wegen unserem Streit vorgestern. Es tut mir leid, dass ich dir nichts von ihm erzählt habe. Schon okay. Ich kann verstehen, dass du mich da nicht mit reinziehen wolltest. Vergeben und vergessen? Sag mal, wie geht's eigentlich deiner Mutter? Ich meine, sie und Herr Wielander haben sich doch mal sehr nahe gestanden. Hast du gestern noch mit ihr gesprochen? Sie ist verreist. Entschuldige. Emma Strobel? Hauptkommissar Meiser, Kriminalpolizei. Es geht um den Todesfall Paul Wielander. Guten Morgen, Herr Kommissar. Frau Strobel, Sie haben den Toten gefunden. Wäre es Ihnen möglich, heute eine Aussage zu machen? Ja, natürlich. Mein Dienst fängt zwar bald an, aber wir könnten uns vorher noch im Fürstenhof treffen. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Der Kommissar will, dass ich eine Aussage mache. Wegen gestern. Ich komme mit? Nein, Ben, das musst du nicht. Ich schaff das schon. Emma, das ist wirklich... Ben, ich bin stabil. Außerdem will ich, dass du in Ruhe frühstückst. Das ist kein Problem. Ich lebe von Luft und Liebe. Trotzdem. Ein bisschen was Handfestes zwischen die Rippen kann dir auch nicht schaden. Der Notarzt konnte Wielander auch nicht mehr helfen. Furchtbar. Kannst du dir vorstellen, wie Emma sich gefühlt hat? Sie geht spazieren und dann... Das hat sie ganz schön mitgenommen. Ja, aber... Emma ist hart im Nehmen, die hält das schon aus. So eine ähnliche Situation hat sie ja damals mit eurer Mutter erlebt. Wieso? Das war doch was völlig anderes. Nicht für Emma. Als Wielander gestorben ist, da ist sie in ihren Augen auch zu spät gekommen. Weil sie keine Hilfe holen konnte. Und da kamen die ganzen Schuldgefühle wieder hoch. Dann kann sie ja von Glück reden, dass sie eine starke Schulter zum Auswandern gefunden hat. Wie soll das denn jetzt wieder heißen? Dass du dir weniger Gedanken um Emma machen und dich mehr um mich kümmern solltest. Rosalie, wenn Emma meine Hilfe braucht, dann kriegt sie sie. Ich brauche auch deine Hilfe.
Wielanders Tod kannst du doch nicht mit deinem Ärger wegen dieses Artikels vergleichen. Also ist Emma dir wichtiger als ich? Ah, Rosalie, bitte verschon mich mit deiner Eifersucht. Meine Schwester hat mir schon so oft geholfen. Ich bin froh, dass sie mich endlich mal revanchieren kann. Für alle hast du Verständnis, nur nicht für mich. Jetzt überleg dir gut, was du sagst. Was? Mein Verhalten siehst du immer kritisch. Egal, was ich mache, ich ernte Vorwürfe. Manchmal frage ich mich echt, warum du noch mit mir zusammen bist. Einen schönen guten Morgen, mein Liebes. Bist du gut absolut angekommen? Ja. Cordulas Haus ist sehr schön. Sie lässt dich grüßen. Danke. Wie ist das Wetter bei euch? Es geht so. Wie ist das gestern noch weitergegangen mit der Polizei? Mach dir keine Sorgen. Meiser hat zwar nach dir gefragt, aber ich habe ein bisschen gemogelt, was deine Abfahrtszeit anbelangt. Damit hat er sich zufrieden gegeben? Ja, offensichtlich. Er vermutet einen Unfall oder Selbstmord. Weißt du was? Versuch einfach gar nicht mehr dran zu denken und erhol dich. Ich melde mich wieder bei dir, ja? Ciao, mein Liebes. Das war ja ein richtiger Glückstag für dich gestern, was? Während der lästige Wielander abstürzt, ist die Gattin verreist. Was will man mehr? Dein Sarkasmus kannst du dir sparen. Ich jedenfalls finde seinen Tod tragisch. Also ich finde, das kam wie gerufen. Gibt schon seltsame Zufälle, hm? Findest du es nicht komisch? Kaum ist Wielander wieder da, schon ist er tot. Und er hat keinen Herzinfarkt oder läuft in ein Auto. Nein, er stürzt von einer Klippe. Was willst du damit sagen? Erinnert dich das nicht an etwas, was du mit Barbara von Heidenberg erlebt hast? Guten Morgen, Max. Morgen. Haben Sie schon Post für mich? Oh ja. Bitte schön. Das muss ein Versehen sein. Steht überall Victoria Tarasdorf. Morgen. Morgen. Max, kannst du das faxen für mich, bitte? Natürlich. Na, du hast aber Beschäftigung. Fanpost. Reaktion auf diesen bescheuerten Zeitungsartikel. Naja, aber so viel Resonanz ist kein schlechtes Zeichen. Ach ja? Sensationslüsterne Menschen, die begierig sind, noch mehr zu erfahren? Vielleicht sind es nette Leute, die dich und deine Geschichte bewundern. Simon, wenn es dich so interessiert, kannst du die Post ja beantworten. Verdächtigungen über Silvia sind absurd. Ach ja? Ja, sie fühlte sich von Wielander bedroht. Deswegen habe ich ihr geraten, zu ihrer Freundin zu reisen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Sie ist abgereist, bevor das mit Wielander passiert ist. Das nennt man Timing. Das hat sie völlig fertig gemacht, als sie von seinem Tod erfahren hat. Also ich an ihrer Stelle wäre ja unendlich erleichtert. Dass das mit Wielander passiert, hat keiner gewollt. Weder sie noch ich. Das ist doch kein Grund, sich so aufzuregen. Man wird doch mal darüber nachdenken dürfen, dass der Unfall oder Selbstmord ziemlich passend kam. Untersteh dich ja, irgendwelche Verdächtigungen in die Welt zu setzen. Ich verdächtige doch niemand. Du weißt ganz genau, dass es sehr fraglich ist, ob du den alten Wirt jemals übernehmen kannst. Deinen Job hier im Fürstenhof ist das Einzige, was du als Vorbestrafter bekommen konntest. Ich würde es mir sehr genau überlegen, ob du das aufs Spiel setzt. Also ich finde, es wäre schon besser gewesen, wenn du dich noch einen Tag länger erholt hättest. Mei, Alfons, du weißt doch genau, dass ich nicht zu Hause bleiben kann. Geht mir doch schon viel besser. Hm. Außerdem hast du selber gesagt, dass unser Hotel gut gebucht ist. Ja, das stimmt schon. Aber der Konopka kann seine Küche auch mal einen Tag allein stemmen. Wie oft bist du schon für ihn eingesprungen? Darf ich dich mal daran erinnern, dass du auch nicht zu Hause bleiben wolltest und du hattest richtig starke Rückenschmerzen? Warum müssen Frauen so ein gutes Gedächtnis haben? Weil sie... Du, mit wem sitzen die immer da? Jetzt weiß ich, warum du unbedingt wieder in die Arbeit wolltest. Warum? Weil daheim deine Neugier nicht befriedigt ja, wird. Ja, mei, es ist doch wirklich... Jetzt komm, ich weiß es nicht, Hildegard. Ja, und du?
Hast du mal gesehen, wie du geguckt hast? Ach ja, bei mir ist es was anderes. Neugierig. Ich muss das wissen. Ja, natürlich. Ja. Ich auch. Und als ich dann spazieren ging, sah ich halt dort Herrn Wielander liegen, beim Teufelsbruch. Wieso sind Sie denn während Ihrer Arbeitszeit im Wald spazieren gegangen? Naja, ich hatte mich mit meiner Schwester gestritten und musste mich abreagieren. Und was haben Sie dann gemacht, als Sie Wielander dort liegen sahen? Na, ich bin hingegangen und habe gesehen, dass er verletzt ist. Haben Sie ihn angefasst? Nein. Er wollte mir was sagen. Aber er war schon zu schwach. Nicht ein einziges Wort? Denken Sie genau nach. Er hatte keine Kraft. Das war schrecklich. Gut. Und was haben Sie dann gemacht? Dann bin ich losgelaufen, um Hilfe zu holen, weil ich mein Handy ja nicht dabei hatte. Haben Sie denn in der Nähe des Teufelsbruchs irgendwelche Beobachtungen gemacht? Was meinen Sie? Nur Spuren? Menschen? Nein, wie gesagt, ich bin so schnell wie möglich losgelaufen, weil ich unbedingt Hilfe holen wollte. Die Sache scheint Ihnen ziemlich nahe zu gehen. Naja, es lässt mich nicht kalt, wenn jemand stirbt. Standen Sie in irgendeiner Beziehung zu dem Toten? Nein, ich kannte ihn kaum. Ich weiß nur, dass er Frau Saalfelds Ex-Mann war. Und trotzdem macht ihn das so zu schaffen. Das hat damit zu tun, dass ich... Ich habe schon mal vor vielen Jahren einen Menschen gefunden, der gestorben war. Meine Mutter. Bevor du auf mich losgehst, du solltest dir einen Moment Zeit nehmen. Wofür? Ich habe tatsächlich ein paar von den Briefen gelesen, die für dich waren. Den hier, den solltest du dir vielleicht mal anhören. Simon, ich habe dir schon mal gesagt, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Das Thema ist für mich abgeschlossen, ein für alle Mal. Liebe Frau Tarasch, ich bin 19 Jahre alt und ich habe Leukämie. Seit ich es weiß, bin ich wie gelähmt. Alle Bitten meiner Familie und Freunde, eine Chemotherapie zu machen, perlten an mir ab. Diese Qual ohne Aussicht auf einen Erfolg, wozu? Mir war klar, dass es unfair ist den Menschen gegenüber, die mich lieben, aber es ist mein Leben und es ist meine Entscheidung. Wofür soll ich einen Kampf kämpfen, den man nicht gewinnen kann? Ich hatte nur noch Angst. Aber dann habe ich Ihren Artikel gelesen. Auch Sie waren sozusagen ein hoffnungsloser Fall. Und trotzdem haben Sie es geschafft. Sie haben es geschafft, wieder gesund zu werden. Weil Sie sich niemals aufgegeben haben. Weil Sie stark waren. Viel stärker als ich. Ihre Geschichte hat mir unendlich viel Mut gemacht. Mut, den Kampf gegen die Krankheit ebenfalls aufzunehmen. Denn jetzt weiß ich, es gibt noch Hoffnung. Liebe Frau Tarasch, ich danke Ihnen für den mutigen Artikel. Und dafür, dass Sie mir die Kraft gegeben haben, nun doch zu kämpfen. Ihre Martina. Ich hatte ja keine Ahnung. Hey.
Max, ich erwarte einen Anruf von einem Herrn Kaufmann. Wenn er sich meldet, stellen Sie ihn sofort durch, ja? Alles klar. Max, entschuldige, ich wurde aufgehalten. Kann ich bitte die Zimmerschlüssel haben? Klar. Die Schlüssel. Die Schlüssel. Danke. Ich habe dich im Garten gesehen mit Kommissar Meiser. Wenn du reden willst. Herr Kaufmann. Jetzt nicht. Ich musste eine Aussage machen, wegen gestern. Okay, das war zu erwarten. Ja, aber der Kommissar, der hat nicht locker gelassen. Der wollte alles Mögliche wissen, warum ich, also warum es mich so mitgenommen hat, dass ich einen Wielander gefunden habe. Ja, das ist doch verständlich. Ja, und dann hat er mich so unter Druck gesetzt, dass ich ihm von meiner Mutter erzählen musste. Die Höhe. Was treibt ihr beide da in aller Öffentlichkeit? Du verstehst es falsch. Felix hat mich nur getröstet. Aha. Ein bisschen oft in letzter Zeit, was? Rein dich gefälligst bei Ben aus und hör auf, dich ständig Felix an den Hals zu schmeißen. Dein Felix hat 70.000 Euro für mein angebliches Schrottauto hingeblättert. Ohne zu ahnen, dass diese das Startkapital für Princess Dirndl waren. Also, wenn du nicht willst, dass ich das ausplaudere, mach mich zur Teilhaberin. Lass uns reden, aber nicht über Geschäftliches. Sondern? Über uns. Über uns? Ja, zum Beispiel darüber, warum du immer noch glaubst, dass ich dir was wegnehmen will. Du hast mir mal erzählt, dass du schon mal wegen eines Mannes ins Ausland bist. Und das endet in einem Fiasko für dich. Ich will doch nur nicht, dass du unglücklich wirst. Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, das wiegt die Liebe auf Dauer nicht auf. Ich möchte bei Princess Dirndl einsteigen, als dritte Gesellschafterin. Das ist Erpressung.